In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem BitMEX Flash Crash, der letzte Nacht zu einem Abverkauf auf 6.300 Dollar geführt hat. Wir finden heraus, was genau Bitstamp damit zu tun hat, und ich zeige euch ein Preisverhalten, das so gut wie immer vor einem größeren Abverkauf stattfindet. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wie im Intro schon angesprochen, geht es heute um diesen Flash Crash, der letzte Nacht aufgetreten ist. Ich werde das Video heute ziemlich prägnant halten, ziemlich kurz auf die wichtigsten Fakten beschränkt, da das letzte Video eh schon zu lang war. Könnt ihr euch gerne noch anschauen, und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Und es geht konkret um die beiden Charts im Hintergrund. Sowohl der Bitcoin-Chart als auch der Ethereum-Chart haben diesen Flash-Crash heute Nacht mitgemacht. Beides mal auf der Börse BitMEX. Auf Bitfinex gab es dazu keine Bewegungen. Warum das genau auf BitMEX passiert ist, gehen wir gleich ein. Der Flash Crash war eigentlich schon sehr beachtlich, da wir bei Bitcoin die 6.300 Dollar touchiert haben und bei Ethereum die 193 Dollar. Und wir sehen jetzt hier im Hintergrund den Chart mehrerer Börsen, die Chartverläufe. Was uns am meisten interessiert, ist der orange Chart. Beim orangen Chart handelt es sich konkret um Bitstamp. Warum gerade Bitstamp? Ihr seht es auch hier unten. Der XBT-Contract auf BitMEX wird zu 50% von Bitstamp gewichtet, und dementsprechend hat er auch einen extremen Einfluss auf die Derivativpositionen von BitMEX. Was heute Nacht passiert ist, war folgendes, nämlich ein Wahl auf Bitstamp hat sich eine sehr illiquide Phase im Orderbook zunutze gemacht und 2000 Bitcoin über den Markt verkauft und somit eine riesige Liquidationswelle von knapp 210 Millionen Dollar auf BitMEX getriggert. Was heißt das konkret, wenn ein Wahl über den Markt verkauft? Der Algorithmus der Exchange geht wie folgt vor, dass er nach unten einfach die tiefste Liquidität sucht, die eben benötigt werden, um diesen Order zu füllen. Wenn der jetzt mit 2000 Bitcoin auf den Markt kommt, im Bereich 7000 Dollar, und im Orderbook bei 6900, 6800, 6700 und so weiter und so fort nur 300, 400, 500 Bitcoin vorhanden sind, dann wird der Markt durch diesen einzigen Verkauforder so tief gedrückt, bis wieder Liquidität vorhanden ist und bis dieser Order komplett gefüllt werden kann. Und was hatte das konkret für Auswirkungen auf den Markt? Während der Wahl auf Bitstamp diese Aktion meiner Meinung nach gezielt durchgeführt hat, wurden auf BitMEX 210 Millionen Dollar an Positionen von Retail-Tradern liquidiert, und somit wurde der Derivat-Trading-Bereich wieder um einiges aufgemischt. Das ist ein typisches Verhalten, was man sehr oft sieht, wenn sehr viele Leute long in einem Markt sind oder short in einem Markt sind, dass man eine Bewegung gegen diese Menge an Trader sieht, um einfach das Buch, das Orderbook aufzuklären, die Derivatpositionen zurückzusetzen und eben die nötige Liquidität zu schaffen für größere Institutionen, für größere Wale, die in den Markt einsteigen wollen. Wenn ich jetzt über Institutionen rede, meine ich nicht immer sofort Goldman Sachs oder JP Morgan oder Fidelity. Größere Institutionen, größere Trader sind für mich auch größere Retail-Trader, die einfach auch die Möglichkeit haben, mit 5 bis 10 Millionen Dollar in den Markt zu gehen und dementsprechend eine Möglichkeit finden müssen, die kleinen Fischer zu ihrem Liquidierungspreis, zu ihrem Verkaufspreis zu drücken, um diesen Liquiditätspool voll aufzufüllen. Was für mich auch nochmal beigetragen hat zur Änderung des Sentiments, war die schlussendliche Umänderung der Funding Rate von negativ auf positiv. Das heißt, es zahlen nicht mehr die Shorts die Longs, sondern die Longs zahlen jetzt die Shorts auf BitMEX Funding. Besonders prekär fand ich das gestern auf Ethereum. Dementsprechend habe ich auch bei Ethereum gestern gesagt, dass der Top erstmal in ist. Erstens wegen der Daily Resistance, die wir gestern gesehen haben, und zweitens auch, weil das Funding einfach so unfassbar kriminell hoch war, dass ich einfach nicht mehr gesehen habe, dass ein rationaler Trader hier auf BitMEX noch Ethereum-Kontrakte kaufen würde. Müsst euch vorstellen, dass die Funding Rate war gestern bei knapp 0,44% bei Ethereum für eine Funding Runde nur. Das heißt, für jede 10.000 Dollar, die getradet wurden, zahlte man 44 Dollar an Funding an die Shorts. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr mit 100.000 Dollar im Markt seid, zahlt ihr einfach mal 500 Dollar knapp, um einfach diese Position offen zu haben. Das summiert sich so dermaßen hoch, dass es einfach auf Dauer keinen Sinn macht, den Kontrakt länger zu halten. Und hier geht es jetzt gerade noch mit dem Chart weiter. Ein, zwei Sachen, die ich euch zeigen wollte, ein, zwei Sachen, auf die ich euch nochmal hinweisen wollte.
Hier ein klassisches Nachfragelevel von diesen Levels hört ihr mich sehr, sehr oft sprechen. Nachfragelevels sind Levels, von denen der Markt eine starke Rallye nach oben gesehen hat. In diesem Fall hier konkret haben wir von diesem Level aus, von dieser roten Kerze hier aus, einen 23-prozentigen Run gesehen. Das heißt, wir erwarten, wenn der Markt hier zurückkommt, dass wir eine erneute Nachfrage in den Markt kommen sehen. So simpel ist das. Ein Angebotslevel, ein Supply-Level, ist ein Level, von dem wir eine starke Bewegung wegsehen. Wir erwarten, wenn der Markt zu diesem Level wieder zurückkommen sollte, eine starke Bewegung davon weg. Das gleiche haben wir auch hier auf dem 6-Stunden-Chart. Ich denke, auf dem 6-Stunden-Chart ist es noch beeindruckender. Ich hätte dieses Level schon seit Ewigkeiten eingezeichnet. Es ist jetzt kein Level, was ich jetzt erst nachher aufgemalt habe, um es einfach passend zu diesem langen Wick zu haben. Dieses Level war das 6-Stunden-Level, einfach aus dem Grund, von diesem Level, von dieser roten Kerze, haben wir einen 33-prozentigen Anstieg gesehen und dieses Nachfragelevel hat den Markt auch jetzt gehalten. Dasselbe gilt bei Ethereum. Wir hatten diese eine rote Kerze vor dem 51-prozentigen Anstieg. Der Markt kommt zurück. Auf den Tick genau wird die Liquidität von diesem Level absorbiert und wir gehen wieder nach oben. Und hier nochmal ein klassisches Preisverhalten, das man sehr, sehr oft vor einem größeren Drop beobachten kann. Wir haben hier den Ethereum-Chart und wir haben hier zwei, drei Sachen, die ich euch kurz erklären will. Die rot eingekreiselte Zone ist das alte Swing High, das heißt der alte Punkt, wo der Markt das letzte Mal am höchsten war. Über diesen Punkt sind sehr, sehr viele Stop Buy-Order von den Shortsellern, weil die sich eben denken, wenn der Markt dieses Level bricht, will der Markt höher und wir kaufen dann eben entsprechend unsere Short-Positionen zurück. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Retail-Trader, die eine Strategie haben, dass sie in die Stärke eines Breakouts kaufen wollen, was meiner Meinung nach eine sehr, sehr schlechte Strategie ist, da in den meisten Fällen sowas passiert. Das heißt, die haben ihre Order einen Tick über diesem Level und sagen sich, dass wenn der Markt hier drüber geht, eine stärkere Bewegung nach oben kommen wird und sie dementsprechend einfach blind dieses Level kaufen. Was damit kreiert wird, ist ein großer Liquiditätspool für Leute, die eben Bedarf haben, größere Short-Positionen zu füllen, größere Verkaufsorder zu füllen. Dabei sind wir jetzt wieder am Thema vom Beginn. Märkte sind einfach immer nur eine Zusammensetzung von Sentiment und Liquidität. Wo ist die nötige Liquidität? Wo muss der Markt hin, um den meisten Leuten zu schaden? Wo muss der Markt hinziehen, um die meisten offenen Order zu füllen? Und dementsprechend setzt sich so ein Preisverhalten sehr, sehr oft fort. Das gleiche habe ich jetzt euch hier nochmal gezeigt. Dieses Mal kein Krypto-Chart, hier der Euro-Dollar-Chart auf einer größeren Ebene, nämlich auf einem Daily-Chart. Selber Preisverhalten, wir haben ein Swing High, wir haben einen Breakout, wir haben Leute, die eben in diesen Breakout reinkaufen. Wir haben Shortseller, die bei diesem Breakout ausgestoppt werden. Und wir haben somit einen großen Liquiditätspool kreiert für die Leute, die richtig Geld haben und die eben den Markt nach unten treiben wollen. Und damit bedanke ich mich auch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte das Ganze heute so kompakt wie möglich halten. Eine größere Chartanalyse will ich dann morgen oder übermorgen bringen. Ich hatte jetzt noch nicht so wirklich die Zeit, mich auf die neuen Parameter einzustellen und meine neue Vorhersage ein wenig neu einzustellen. 3, 2, 1. Und damit bedanke ich mich auch schon für eure Aufmerksamkeit. Ich wollte das Ganze heute so kompakt wie möglich halten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war ein wenig hilfreich. Größere Chartanalyse will ich dann morgen oder übermorgen mal wieder hochladen, da jetzt eben wieder komplett neue Parameter eingetreten sind und die ich erst mal wieder neu bewerten muss. Dementsprechend brauche ich da heute Abend noch ein wenig Zeit, bevor ich da mehr dazu sagen kann. Ich bedanke mich wieder für Interaktionen, Abos, Likes, Kommentare, ihr wisst schon das Übliche. Twitter nochmal hier und auch in den Kommentaren verlinkt, Telegram auch in den Kommentaren verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr sowohl mir auf Twitter folgen würdet, als auch auf Telegram. Und ich würde sagen, bis dahin einen schönen Freitag, euer Chris.